Deutsche Indie-Mucke aus der Hamburger Schule, also Blumenfeld, wird gesungen bei The Voice. Und das einmal von dem Menzel, der Schlagersänger eigentlich ist, und dann von einer, die sozusagen immer so möchte gern deutschen Soul von der Sarah Connor performt hat. Naja, und so klingt das dann auch, was die daraus machen. Also mit Indie hat das gar nichts mehr zu tun. Es ist entindied und vermainstreamt worden. Meiner Meinung nach eine Beleidigung für die Band und für das Lied. Und The Voice sollte sich dafür schämen. Ansonsten fiel dir bei den Stimmen auf, wie extrem stark hier wieder mal Effektgeräte eingesetzt wurden, um die Stimmen besser klingen zu lassen, als sie tatsächlich klingen.